Nun ist es soweit. Endlich gibt es ein neues Gesetz für faire Verbraucherverträge. Das heißt, kürzere Vertragslaufzeiten, kürzere Kündigungsfristen und vor allem auch entsprechende Modalitäten, dass es eben nicht mehr zum Beispiel bei den Stromverträgen möglich ist, einfach so per Telefon einen Vertrag abschließen zu können. Ne, dass es leider erschreckenderweise immer teilweise vorher möglich war. Ne, alles dazu jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Leute, was geht ab? Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wer kennt das nicht? Mal wieder nicht aufgepasst am Telefon und schon hat man ein Zeitungsabo abgeschlossen oder ihr habt versäumt, die Kündigung rechtzeitig bei eurem Handyvertrag oder bei eurem Fitnessstudio einzureichen und schon haben wir wieder ein oder zwei Jahre weiter verlängert, wo wir zahlen dürfen. Dem hat jetzt der Gesetzgeber einen Riegel vorgeschoben. Denn in Zukunft gibt es ein neues Gesetz für faire Verbraucherverträge. Aber was genau hat sich geändert? Ich möchte das mit euch schrittweise durchgehen. Der erste Punkt. Und zwar als allererstes ist es so, dass es kürzere Vertragslaufzeiten gibt. Es ist nicht mehr wieder wie üblich 2 Jahre, sondern grundsätzlich darf maximal eine einjährige Vertragslaufzeit sein. Es gibt noch Ausnahmen, dass es auf 2 Jahre gemacht werden darf. Da hat der Gesetzgeber wieder so ein bisschen, die Tür offen gehalten. Das setzt aber voraus, dass es nicht 25% der Kosten mehr trägt, also quasi als wenn man einen Einjahresvertrag hat, dass man dann durch einen Zweijahresvertrag mehr als 25% sparen würde. Das geht nicht. Also das darf nicht mehr als 25% sein, damit eben das nicht wieder gelockt wird bei dem Ganzen. Zudem kommt noch eine zweite Bedingung zu, man muss auch immer neben dem zweijährigen Vertrag auch einen einjährigen Vertrag anbieten. Das sind zwingende Bedingungen dafür. Ne? Ansonsten gilt generell jetzt nur noch 1 Jahr Vertragslaufzeit. Der zweite Punkt, und zwar gibt es nämlich kürzere, flexiblere Kündigungsfristen. Sonst war es immer so, wenn man es versäumt hat, hat sich das Ganze auf 1 Jahr wieder weiter hinaus verschoben oder sogar auf 2 Jahre. Jetzt ist es so, wenn wir zum Beispiel einen einjährigen Vertrag abgeschlossen haben für das Fitnessstudio und verpassen die Kündigung, dann verlängert sich das Ganze um 3 Monate. In denen können wir innerhalb einer monatlichen Kündigungsfrist wieder kündigen und sind draußen. Also verlängert sich das Ganze nicht wieder um ein erneutes Jahr oder ähnliches, was schon mal eine deutliche Erleichterung ist. Und vor allem auch wiederum uns in den Karten spielt, dass es viel mehr Wettbewerbsfähigkeit gibt. Ich denke mal, dadurch wären auch wieder ganz andere, bessere Preise für den Kunden zustande gekommen. Der dritte Punkt ist der sogenannte Kündigungsbutton. Früher war es immer so, dass man immer schriftlich oft verlangt wurde zu kündigen. Man musste ein Einschreiben per Post wegschicken, damit die Kündigung dann dort ankommt und rechtswirksam ist, was total suspekt ist, weil es kann ja nicht sein. Am Telefon kann ich den Vertrag abschließen, aber ich muss per Einschreiben kündigen, was total hirnrissig war. Und da ist auch, finde ich eine super gute Regelung, dass man da das nicht mehr drum herum kommt. Die sind verpflichtet, den Kündigungsbutton einzurichten. Leider zählt das Ganze, wie immer, gibt es eine Übergangsregelung erst zum 1. Juli 2022. Da wird erst dann diese Rechtmäßigkeit sein, dass dieser Kündigungsbutton dann gilt. Das muss dann vorhanden sein. Manche haben das jetzt. Ich habe zum Beispiel das Glück, dass bei meinem Handyvertrag zwar nicht direkt dieser Kündigungsbutton ist, aber ein Knopf, also ein paar in dem System selber, wo in der App, wo ich drin bin, reingucken kann, okay, unter Kündigung, und dann kann ich einfach mit einem einfachen Klick kündigen. Das gibt es Gott sei Dank. Es sind meistens, denke ich mal, viele ehrlichen Firmen haben auch vorher schon halbwegs so Verfahren, aber jetzt ist es halt so, dass gerade diese dubiosen, Firmen dort einen Riegel vorgeschoben bekommen. Und der letzte Punkt ist eigentlich auch nochmal ganz wichtig, dass es eben nicht mehr so einfach ist, am Telefon einen Vertrag abzuschließen. Es muss schriftlich erfolgen, per Post, dass man was unterschreiben muss. Es geht nicht mehr wie bei den Zeitungsbetrügern mit den Zeitungsabos, wo die anrufen. Man kann da nicht da einfach mehr wie in so einen Vertrag abschließen. Zählt das Gleiche auch für Stromverträge, was auch oft so gehandhabt wurde, das Ganze telefonisch abschließbar war. Da kann es natürlich ein Vor- und Nachteil sein, der Weg ist jetzt etwas länger, aber ich persönlich kann es auch nur sagen, ich persönlich schließe alles nur ab, wenn ich es schriftlich habe, mir durchlesen kann und unterschreiben kann. Oder in irgendeiner Form PDF schriftlich erstmal bekomme und lese mir das alles in Ruhe durch. Am Telefon, Hörer selbst, schließe ich nichts ab.
Das kann ich euch auch nur noch mal an der Stelle wirklich wärmstens empfehlen. Lasst es lieber sein. Ich denke, es wird auch in Zukunft leider immer noch solche Machenschaften geben. Aber ich finde es sehr gut, dass der Gesetzgeber da deutlich jetzt erstmal im Sinne des Verbrauchers einen Riegel vorgeschoben hat. Und es wird auch definitiv, was ich auch gelesen habe, viel höhere Strafen geben. Ich glaube, bei diesen auch Zeitungsabos-Geschichten bis zu 50.000 Euro Bußgeld. Ich hoffe, das wird konsequent auch verfolgt und durchgesetzt und durchgeführt. Und dann gibt es solche Probleme nicht mehr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr wieder keine Videos verpassen wollt, denkt dran, meinen Kanal zu abonnieren und lasst doch auch gerne wieder ein Like da. Bis dahin, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao!